Mein lieber Max, unser Sonnenschein, meine allererste große Liebe. Mein Herz platzt vor Stolz und auch auf die Gefahr hin, dass deine Freunde das peinlich finden, ich sage es dir trotzdem. Wir sind unheimlich stolz auf dich. Du erfüllst unser Leben. Danke für deine unglaublich herzliche und sympathische Art, mich jeden Tag aufs Neue zum Lachen zu bringen. Du bist der beste große Bruder, den man sich nur wünschen kann. Du erfüllst uns mit Liebe und Stolz. Der Weg, den du gehst, ist der richtige, mein Herz. Ich weiß es genau. Wir lieben dich. Alles, alles Liebe zum 18. Geburtstag. Deine Familie. Ich bin total aufgeregt. Der Max, der wird heute 18 Jahre alt und er bekommt eine Überraschungsparty. Also er weiß nichts davon, er ahnt auch nichts. Er ist jetzt kurz zu Hause geblieben. Ich bin jetzt zur Halle gefahren, die ich gemietet habe für den Max. Und mit seinen Freunden habe ich eine WhatsApp-Gruppe gegründet und die haben alle möglichen Freunde eingeladen von Max. Und die kommen jetzt, vier von Max' Freunden, und helfen mir dekorieren. Ich muss jetzt Pizzabrötchen-Teig machen, also den Belag und so weiter und so weiter. Wir dekorieren jetzt, wir haben die Luftballons dabei, das Helium und so weiter, die Piñata. Und ich bin jetzt total aufgeregt, wir müssen uns nämlich beeilen. Ich hatte nämlich auch Gäste zu Hause und die sind jetzt natürlich schön lang geblieben, was auch echt schön war. Und ich habe auch einen Kuchen gebacken. Ich bin ja nicht so die Backqueen, aber ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe eine zweistöckige Torte gemacht und sie dekoriert und das war echt aufwendig. Und ich glaube, der Max hat sich total gefreut, auch wenn sie nicht perfekt geworden ist. Ne, Lassie? Ja. Der hat sich gefreut, der Max. Ja, und der ist jetzt, wie gesagt, zu Hause geblieben. Der ruht sich ein bisschen aus. Der ist nämlich müde. Heute Nacht waren die nämlich feiern. Der hat quasi in seinen Geburtstag reingefeiert. Und heute Abend denkt er, dass wir zum Onkel Gianni Pizza essen gehen. Und die Jungs, die wollen ihn dann entführen. Und ja, hierher locken, ne, sozusagen. Das ist aber im Wald, das ist total abseits. Also die können dann richtig laut sein und feiern. Und dann wird er sich wahrscheinlich wundern, warum die hier in den Wald fahren. Ich bin so auf sein Gesicht gespannt. Ich bin so, so gespannt. Und jetzt gehe ich schon mal rein. Ich trage alles mal rein, weil irgendwie kommen die noch nicht. Und ich würde sagen, ich nehme euch mit. Und ich bin total aufgeregt, wie ihr es sehen könnt, oder? Der Lassie hilft mir jetzt ganz fleißig. Und das ist unsere Piñata. Ist die nicht süß? Die ist doch goldig, ne? Und die müssen wir jetzt befüllen. Und hier sind die Lampions, die wir das letzte Mal gebastelt haben. Könnt ihr euch vielleicht dran erinnern? Die hänge ich jetzt auf. Doch, du musst es einfach nur reinstecken. Genau. Warte. Jetzt geht's. Wir haben das Loch ein bisschen größer gemacht. Und dann kleben wir das wieder drauf mit Tesafilm. Ja. Der Olli macht die Lichterkette dran. Der Olli ist voll groß. Schaut mal, wie groß der Olli ist. Jetzt wird die Piñata aufgehängt. Und hier fleißig Luftballon. Wir sind fertig mit Dekorieren. Da ist die Piñata. So sieht es jetzt hier aus. Ganz viele Luftballons auf dem Boden. Richtig schön. Und hier drüben habe ich auch schon ein bisschen was hingestellt. So. Und der Belag für die Pizzabrötchen ist auch schon fast fertig. Da ist er. Und jetzt muss ich schnell heim, weil sonst merkt ja der Max, dass ich so lange weg bin. Und er denkt sich, wo ist sie denn, die Mama? Also, die Jungs haben mir geholfen und jetzt geht's ganz schnell heim. Und ich bin gespannt, was er für Augen machen wird. Das ist kein Problem. Machen wir jeden Tag? Was jetzt eigentlich jeder so denkt, ne? Komm schon mal an. Junge. Das ist die Polizei. Ich kipp mir gerade meine Arme weg. Das macht keinen Sinn. Ja, gib doch die Hände zusammen. Oh mein Gott. Alter, bist du wieder. Oh mein Gott. Ist das Olli gemacht? Oh mein Gott. Das Junge. Was macht ihr mit meinem Kind? Alter. Was ist das denn? Worauf bin ich gerade? Das ist doch auf gerne. Olli. Ach so. Auf Olli. Was macht ihr mit meinem Kind? Was dann? Wir können ihn nicht anschneiden. Wer tut eine gekidnappte Person anschneiden? Ich dachte,
schnall dich gerade an. Da war schön anschnallen. So, denk an uns. Vorsicht! Warum? Brötchen kommt jetzt in den Ofen. Mal schauen, ob ich den jetzt checke. Ist ja nicht meiner. Und mal schauen, wie die jetzt so werden. Nicht schlimm. Das hat schon Sinn. Ey Jungs, wir versuchen's, wa? Oh nee. Ballerbass! What?
wir fangen mal das Aufräumen an, ne? Was haben die denn hier gemacht? Hey, Wahnsinn. Der Boden klebt wie Sau. Ja, der Boden klebt total, ne, Lassie? Ja. Also, Max, Schatz, fang schon mal an aufzuräumen. Oh Gott.